Geht es euch auch so, ihr habt viel Zeit und natürlich auch viel Geld in eure Vespa investiert und so langsam steigt die Sorge, was mache ich, um mich gegen Diebstahl zu schützen? Ich gebe euch heute ein paar Tipps und zeige euch auch mal, wie ich das mache. Jede moderne Vespa GTS hat natürlich ein Lenkradschloss und eine Wegfahrsperre. Das sind schon zwei sehr gute Sicherungsmaßnahmen. Man sollte also auf jeden Fall immer abschließend Schlüssel mitnehmen. Aber es reicht natürlich bei weitem nicht aus, um das Fahrzeug gut abzusichern. Ich habe jetzt ein paar Sachen hier, die werde ich euch mal zeigen. Das sind die Sachen, die ich hauptsächlich bisher genutzt habe. Und nachher kommt noch eine Sache, die ich jetzt ganz neu habe, die in Ergänzung zu den anderen Sachen kommt. Und ich glaube, dass das ein Highlight ist, was so die Absicherung eines Fahrzeugs angeht. Aber ich fange mal mit den Klassikern an. Punkt A, eine Kette. Das ist hier eine relativ dicke, man sieht es hier schon an dem Metall, also eine sehr stabile Kette. Das ist eine von Hartmann, da gibt es natürlich unterschiedliche Abos. Alle möglichen Firmen bieten solche Ketten an. Man muss jetzt bei der Vespa darauf achten, dass die Dicke der Kette so ist, dass man es im Idealfall durch die Felgen durchkriegt. Also je nachdem, was man für Felgen hat. Ich habe jetzt meine 946er Felgen ja dran, da kriege ich gar keine Kette ran, weil die ja geschlossen ist, die Felge. Bei der klassischen Vespa-Felge passt diese Kette hier durch, also eine recht stabile, die man dann durchs Vorder- oder Hinterrad durchmachen kann. Kette am Vorderrad, nicht so sinnvoll, 5 Schrauben ist das Rad vorne ab mit der Kette. Also ist nicht der ideale Schutz, man kann natürlich eine längere Kette nehmen, die dann um einen Pfahl machen, sodass er festgebunden ist, aber auch da wieder immer die Möglichkeit bei der Vespa, das Vorderrad ist schnell abgebaut. Also im Idealfall hinten ran machen und vielleicht noch irgendwo an den Pfahl, wenn man eine lange Kette hat. Aber so zu 100% schützt sie nicht. Und wenn man es nur am Fahrzeug montiert hat, gibt es immer die schnellste Diebstahlsvariante. Und das ist die, mit dem Transporter zu kommen, das Ding reinzuheben und weg ist die Vespa. Das zweite, was ich nutze, ist ein Bremsscheibenschloss. Das ist eins von Abus. Es gibt auch noch kleinere. Ich habe auch ein kleineres. Beide, die ich habe, haben eine eingebaute Alarmanlage. Das heißt, wenn da irgendwelche Bewegungen am Fahrzeug sind, schlägt ein Piepalarm los. Die sind auch recht sicher, die kriegt man von der Bremsscheibe nicht so ohne weiteres ab. Unterschiedliche Varianten, also von, weiß ich nicht, 30 Euro geht es hoch bis zu 100 Euro für so ein richtig großes Abus. Das ist schon eine sehr gute Sache, sehr stabil, aber auch da wieder. Klar, es fängt an zu piepen, aber das Fahrzeug kann weggetragen werden in den Transporter. Und wäre dann auch weg. Aber so ein Bremsscheibenschloss hat den Vorteil, es ist recht klein. Lässt sich also gut transportieren. Es gibt da immer so eine Tasche. Eins nicht vergessen, das ist mir nämlich auch schon passiert. Da ist immer so ein Kabel mit dabei, was man durch das Bremsscheibenschloss durchziehen kann und dann oben am Lenker befestigt, sodass man immer sieht, dass das Ding dran ist. Weil sonst fällt man nämlich los und dann macht es knack, knack. Und dann macht man sich im schlimmsten Fall die Scheibe kaputt oder die Bremsen. Also da immer drauf achten. Aber auf jeden Fall so ein Bremsscheibenschloss, eine sinnvolle Sache. Eine Sache, die ich mir jetzt noch zugelegt habe, ist ein GPS-Tracker für Fahrzeuge. Den kann man für Boote nehmen, für Autos und natürlich auch für Motorräder sehr leicht einzubauen. Das zeige ich euch nachher mal, wie man das macht. Das ist der von SysApp. Was macht jetzt dieser GPS-Tracker? Der macht mehrere Sachen. Einmal, er ist natürlich kein Schutz gegen Diebstahl direkt. Aber er macht eins, wenn das Gerät im Fahrzeug verbaut ist, und jemand ruckelt an dem Fahrzeug, also ähnlich wie bei dem Bremsscheibenschloss, bekomme ich ein sofortiges Signal auf mein Handy. Das zweite ist, wenn das Fahrzeug bewegt wird. Also jemand knackt das Lenkradschloss und rollt das Ding weg oder packt es an ein Auto, fährt weg. Dann zeigt mir der GPS-Tracker an, wo das Fahrzeug ist. Also ich bekomme sofort einen Alarm und kann anhand der Karte genau tracken, wo das Fahrzeug ist. Also eine ganz sinnvolle Sache, um nachzuvollziehen, bewegt jemand mein Fahrzeug? Wenn ich in der Nähe bin, kann ich dann gleich raus? Oder wenn ich jetzt nicht direkt in der Nähe bin und rausgehen kann, um den Diebstahl zu verhindern, kann ich zumindest über den Tracker und die Karte genau feststellen, wo befindet sich das Fahrzeug und kann dann der Polizei die Hinweise weitergeben. Also auch eine gute Sache, um nachzuvollziehen, wo ist das Fahrzeug geblieben. Manchmal wird ein Fahrzeug gestohlen, die Leute fahren ein bisschen, lassen es dann irgendwo liegen und hierüber sehe ich sofort, wo sich mein Fahrzeug befindet. Also eine ganz tolle Sache. So sieht das Ganze jetzt aus. Das hier ist der SysApp Vehicle Tracker. Sieht innen drin folgendermaßen aus. Das ist das Gerät. Ich zeige euch nachher mal, wie das Ganze dann eingebaut wird. Ganz simpel. Plus, minus anschließen, das Gerät mit der App verbinden. Und das war es auch schon. Und wir können dann das Fahrzeug immer verfolgen und sehen, wo es sich gerade befindet. Hier innen drin im Karton ist nochmal eine genaue Beschreibung. Ich muss mal hier oben abdecken, weil da steht nämlich meine Registrierungsnummer. Also es sind 3 Schritte, dann ist das Ganze montiert. Herunterladen der SysApp im App Store
Ganz einfach installieren, einmal registrieren mit der E-Mail-Adresse, danach das Gerät mit der App koppeln. Man hat hier oben so einen E-Mail-Code, einen Digit-Code, der wird dann einmal eingegeben in der App, um das Gerät zu registrieren. Danach wird es eingebaut und schon ist das Ganze gekoppelt. Weitere Funktionen, das steht hier hinten noch drauf, man kriegt das natürlich auch alles auf der Webseite von SysApp. Ich packe euch die unten in die Beschreibung mal rein, falls ihr euch dafür interessiert. Hinten steht es noch drauf, man kann also die Routen sich anzeigen lassen, man kann die sogar später speichern, die Routen, und dann exportieren. Wir haben dann hier oben die Batteriespannung, die wird auch angezeigt, das zeige ich euch nachher mal in der App. Das ist wirklich toll, man sieht also immer den aktuellen Ladestand der Batterie, denn das Gerät verbraucht ja auch ein bisschen, also wenn das Fahrzeug zu lange steht, sollte man es vielleicht abmachen. Dann die Geschwindigkeit wird angezeigt, natürlich 24 Stunden Protection durch den Tracker, der mir immer ein Signal gibt, wenn das Fahrzeug bewegt wird. Movement Sensor, das heißt, wenn das Fahrzeug bewegt wird, dann gibt es auch ein Signal. Und das Fahrverhalten kann man noch analysieren lassen, das wird angezeigt. Also wirklich viele Funktionen, die das Gerät bietet. Es steht ja auch da, das Smartwatch for your Vehicle. Der Vorteil eines solchen GPS-Trackers ist also, ich kann mein Fahrzeug jederzeit verfolgen, weiß, wo es steht, kann es über die App und die Karte genau nachvollziehen. Genauso, wenn ich es irgendwo abgestellt habe, gucken möchte, wo ist mein Fahrzeug, habe ich vergessen, kann ich es über diesen Tracker finden. Und wenn, wie gesagt, ein Dieb das Ganze bewegt oder das ganze Fahrzeug sich wegbewegt, dann gibt es ein Signal auf mein Handy. Und das zeige ich euch gleich mal, wie das in der Praxis funktioniert, nach dem Einbau natürlich. Was sind noch Vorteile von der SysApp? Die Kosten. Es gibt bei der SysApp nur einen einmaligen Preis. Das heißt, ihr kauft euch das Gerät, baut es ein und es gibt keine weiteren laufenden Kosten. Bei vielen Trackern muss man ja eine Karte reinmachen, wie beim Smartphone. Und die kostet dann monatliche Gebühren. Also, oder die sind schon verbaut. Das heißt, die meisten GPS-Tracker haben monatliche Kosten. Das ist hier bei SysApp nicht. Einmalig kaufen und danach keine weiteren Kosten. Also eine tolle Sache. Jetzt werden natürlich einige sagen, na Moment mal, wenn jetzt der GPS-Tracker hier über den Strom kriegt und der Dieb macht jetzt einfach die beiden Kontakte ab an der Batterie, dann ist das Signal weg. Nein, ist nicht so. Erstens, wenn der Strom getrennt wird, die Spannung, gibt der Tracker sofort ein Signal an die App, Achtung, Strom wurde getrennt. Also ich weiß, es manipuliert jemand mein Fahrzeug. Das zweite ist, das Gerät funktioniert noch weiter. Da ist nämlich ein eingebauter Akku drin und der hält 3 Stunden. Und gibt dann die 3 Stunden weiter ein Signal, wo sich der Tracker bzw. das Fahrzeug noch befindet. Ach, und eine tolle Sache noch für alle, die sich für dieses Gerät, für diesen Tracker von SysApp interessieren. Es gibt für alle Scooteria-Zuschauer einen Bonus, und zwar einen Discount von 10% auf das Gerät. Das ist eine ganze Menge. Einfach bei der Bestellung Scooteria eingeben. Da gibt es so einen Promocode, den man eingeben kann und ihr erhaltet für eure Bestellung 10% auf das Gerät. Ich muss jetzt natürlich mal in die Garage das einbauen. Ich will ja mal sehen, wie das funktioniert, auch wie diese Meldungen auf dem Handy auftauchen. Gebe jetzt mal kurz diesen Registrierungscode in meinem Smartphone in der App ein. Dann sind die beiden verknüpft. Dann baue ich es ein und wir gucken mal, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Ich bin jetzt schon registriert, habe also meine E-Mail-Adresse und den Namen schon eingegeben. Jetzt muss ich auf Gerät hinzufügen gehen. Das mache ich hier oben. Jetzt zeigt er an, es ist noch keine Verknüpfung gemacht worden, also gehe ich hier auf Plus. Jetzt gebe ich hier diese ID-Nummer ein, die befindet sich im Karton. So, ich kann jetzt natürlich noch einige Sachen ändern. Ich kann hier den Namen ändern, also das ist Ace. Ja, das ist jetzt die Ansicht der App mit den verschiedenen Funktionen. Ich kann mir hier die Karte angucken, da ist jetzt natürlich noch nichts zu erkennen, weil das Fahrzeug noch nicht verbunden ist. Hier habe ich dann die ganzen Geschwindigkeitsdaten, maximale Beschleunigung, maximales Bremsen, Topspeed. Hier oben in den Settings können wir jetzt noch ein paar Sachen einstellen. Metrisch und Celsius lassen wir mal. Notification Settings. So, das ist jetzt ganz gut. Wir haben also einmal eine Push-Nachricht, die direkt aufs Smartphone kommt. Oder wir sagen, wir möchten natürlich zusätzlich noch eine SMS bekommen. Da tragt ihr dann entweder eure Nummer ein oder auch die Nummer von jemandem anders. Das heißt, wenn ihr jetzt auf einer Reise seid, könnt ihr hier natürlich eingeben, zum Beispiel bei einem Crash, dass eine Nachricht, eine SMS an einen Bekannten von euch geht. Hier seht ihr unten Device unplugged, Towing ist abschleppen, Hit ist, wenn das Fahrzeug, wie gesagt, gestoßen, umgestoßen wird, was auch immer, und die Batterieanzeige gibt auch eine Nachricht, wenn die Batterie zu gering ist. Das sind also die Funktionen, die man da noch aktivieren kann. Der Einbau des SysApp-Trackers ist wirklich sehr simpel. Bei der Vespa einfach hier den Deckel
vom Batteriefach entfernen. Jetzt einfach den Deckel abnehmen. Jetzt seht ihr, hier ist es natürlich ein bisschen eng, aber man kann die Batterie rausnehmen. Da unten ist ja noch eine Kunststoffschale drin, in der die Batterie steht. Und dann kommt man ein bisschen nach vorne und man kommt nach hinten. Also da sind Positionen, wo man auf jeden Fall den Tracker dann hinpacken kann. Ich werde den Tracker jetzt erstmal nur hier oben anschließen zum Testen. Zum Verbauen werde ich dann die Batterie ausbauen mit der Schale unten, werde mir einen Platz suchen. Ich sage jetzt natürlich nicht, wo der ist. Man kann diese Kabel natürlich auch verlängern und dann überall im Fahrzeug diesen kleinen Tracker hier anbauen. Also ins Handschuhfach, vorne, in die Karosserie. Es gibt ja viele Plätze. Ich habe schon einen mir ausgedacht, an dem man wirklich auf die Schnelle gar nicht rankommt. Da muss man dann einiges ausbauen. Dann ist man da wirklich safe mit dem Tracker. Aber wie gesagt, das mache ich jetzt nicht. Dafür müsste ich jetzt hier unten alles ausbauen und noch einiges mehr. Aber ich kann zumindest mal testen. Dazu brauchen wir jetzt nur ein Kreuzloch. Lösen die beiden Kontakte. Dann einmal das rote Kabel verbinden. Mit dem Plus. Minuspol zu schwarz. So, und dann haben wir das Ganze auch schon angeschlossen. Das war alles. Ich gehe jetzt mal raus mit euch und dann schauen wir mal, wie der SysApp-Tracker dann in der Praxis funktioniert. Und ich mache mal so ein, zwei Tests und schaue mal, was da für Meldungen dann auf meinem Smartphone ankommen. Ja, jetzt bin ich draußen bei freundlichen minus 3 Grad. Werde jetzt mal schnell testen, wie die App mit dem GPS-Tracker funktioniert. Ich mache erstmal so einen Test und werde das Ding einfach mal nur abbocken. So, als wenn da jetzt gerade jemand dran rumspielt. Wieder aufbocken und mal schauen, was die App jetzt macht. Ob ich jetzt ein... Ja, da klingelt es schon. SysApp, Mitteilung und eine SMS, also gleich zwei Sachen. SysApp Alert, Registered Unauthorized Movement of the Ace. Und wenn ich jetzt in die App schaue, dann habe ich hier eine neue Notification, SysApp Alert, und auch hier wieder Unauthorized Movement, also nicht zugelassene Bewegung des Fahrzeugs. So, nächster Test. Ich nehme jetzt mal die Vespa wieder vom Hauptständer und schiebe sie mal ein Stück weg. So, das müsste schon reichen. So. Puh. Jetzt wird es richtig kalt. So, und siehe da, schon wieder eine Warnung bekommen. Einmal hier per SMS und als zweites in der App. Funktioniert also wirklich gut. Er zeigt mir also sofort an, wenn das Fahrzeug bewegt wird. So, wenn ich jetzt die Nachricht bekommen habe, dann kann ich natürlich in die App reingehen und gucken, hier unten Find Where's My Bike. So, dann sehe ich hier ganz genau, wo sich mein Roller befindet. Sogar jetzt in Google Maps mit einer Wegbeschreibung, wie ich da hinkomme. Beide Tests funktionieren also super. Das Rütteln und Wackeln am Fahrzeug, wie auch das Wegschieben, gibt sofort eine Nachricht aufs Smartphone, in der App und natürlich auch per SMS, weil ich das eingestellt habe. Test bestanden, funktioniert klasse. Ich kann sofort sehen über den Standort, wo ist mein Fahrzeug, kann es also verfolgen. Also klasse, funktioniert. Jetzt muss ich wieder rein. Minus 3 Grad, ist mir zu kalt. Wir sehen uns gleich. Ja, liebe Scooteria-Freunde, das war's für heute mit meinen Tipps, wie ihr eure Vespa etwas sicherer vor Diebstahl machen könnt. Also mit einer Kette, mit einem Bremsscheibenschloss natürlich und mit diesem GPS-Tracker von SysApp, finde ich eine tolle Sache. Denkt dran, es gibt einen Promocode von 10%. Unten in der Beschreibung steht der Link und auch der Promocode nochmal. Ansonsten, wie immer, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Es ist kalt und glatt draußen. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.